Moinsen allerseits. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag. Oder ich habe ihn euch gerade versaut mit dem Gesicht. Eins von beiden. Das sieht so bescheuert einfach aus, wenn ich das... Oh Gott, wenn ich das im Groß sehe. Oh Mann. Ist übrigens schön, dass man hier mit dem Fotomodus das Spiel mal eben schön anhalten kann. Wer hat gesagt, dass es in Demon's Souls oder in Dark Souls oder generell in einem Souls-Teil keinen Pauseknopf gibt? Ich kann einfach die Zeit anhalten. Na gut, wird wahrscheinlich heute übrigens eher ein kürzerer Stream werden, weil ich nämlich die Capture-Karte nämlich ausbauen muss, denn die wird nämlich morgen abgeholt. Und ich möchte nämlich dann noch schauen... Warte mal, habe ich nicht eine Abkürzung hier gehabt? Oh, da oben liegt was. Denn, wo war ich gerade stehen geblieben? Die Capture Card wird nämlich morgen abgeholt. Und ich möchte noch schauen, dass ich... fast gestorben wäre. Ich möchte schauen, dass ich nämlich die Bilder, die ich hiervon noch mache, damit ich die Videos auf YouTube dann mit Thumbnails habe, so schnell wie möglich dann fertig bekomme. Damit ich die Karte ausbauen kann. Achso, ich muss wieder runterfahren. Ja, aber... Achso, okay, ich muss dahin. Könnte ich ganz nach unten fahren und... Ich glaube, ja. Achso, ich kann einfach drauf stehen bleiben, ne? Ja, gut. Aus irgendeinem Grund dachte ich, die drehen sich. Keine Ahnung, warum. Was haben wir denn hier so Feines? Rheinsteinscherbe. Okay. Ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich eher ein kürzerer Stream werden, weil ich nämlich schauen möchte, dass ich die Bilder dann noch machen kann und damit das halt alles nicht so lang geht und ich dann erst nicht um 21 Uhr oder so mit dem ganzen Kram fertig bin, will ich das dann halt alles ein bisschen kürzer machen. Moinsen, No Name. Wer ist denn der hier? Warum ist der Typ so klein? What the? Ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Was macht das schon? Ihr braucht einen Schmied? Her mit eurem Stahl. Falls nicht, ist da die Tür. Ed, der Schmied. Waffen aufwerten? Ja, boah. Warte mal. Das kostet alles Seelen und ich habe gerade... Warte, lass mich mal kurz gucken. Keine Seele. Ja, cool. Ich habe auch gemerkt, dass ich überhaupt nichts zum Heilen habe, was auch nicht so schön ist. Der Typ sieht aus wie der eine Schmied beim Nexus. Kann mir aber vielleicht nur so vorkommen, weil das ist auch ein alter Typ mit weißem Bart. Das ist wohl eine Sackgasse, so wie das aussieht. Na gut. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Ah, okay. Ich muss schon sagen, jetzt stecke ich hier unten fest. Und muss mir jetzt einen anderen Weg nach oben suchen. Ja, so klein und hat dann trotzdem noch die Kraft, einen relativ großen Hammer zu schwingen, ja. Fehlt nur noch, dass er dann den Hammer schwingen würde, den es in Dark Souls 1 gibt. Da gibt es auch so einen, war das ein Schmierhammer oder so ähnlich? Der, glaube ich, Elektro-Schaden, glaube ich, gemacht hat oder Heiligschaden. Das Ding ist riesig. Oh, hallo, ich habe dich ganz vergessen. Mach mal Platz hier, ich möchte meine Seelen. Was haben wir hier? Oh, da liegen Leichen. Da liegen Leichen, ja. Und wenn ich, glaube ich, da hingehe, habe ich eine Falle, die dann macht, dass ich ebenfalls eine Leiche werde, oder? Hallo, wie geht's denn euch? Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja gar keinen Magieschaden. Oh.
Nee, lass mal. Oh, verdammt. Ich hab jetzt ein Mega-Problem. Wait. What? Okay, ich habe ihn parieren können, aber gleichzeitig habe ich wohl zu spät pariert. Wenn ich da runter gehe, dann bin ich wieder irgendwo am Anfang. Dann will ich garantiert da nicht runter. Kann ich hier lang? Ja, toll. Ich muss jetzt allen Ernstes durch diese Armee da hinten. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und ich habe nichts zum Heilen. Naja, wobei. Muss ich halt das hier verbrauchen. Geht gerade nicht anders. Wobei, warte. Nee, das hätte ich vorher machen sollen. Diesen einen Stein verwenden, damit ich dann wieder volle Gesundheit habe. Ja, klar. Schön zu wissen, dass ihr euch gegenseitig auch treffen könnt. Ach, das ist hier auch noch. Ich dachte, ich könnte einfach so hinrennen. Ja, toll. Wäre vielleicht jetzt nicht schlecht. Shit! Also die 7 Zwerge habe ich echt anders in Erinnerung. Nicht so groß und mit brennenden Waffen bestückt. Verdammte Scheiße. Ach ja, Ausdauer stimmt ja genau. Blocken bringt auch nicht unbedingt allzu viel. Ach ja toll, jetzt bin ich wieder hier. warum habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich sterben werde? Okay, wenigstens einer weg. Oh komm, warum machst du nicht den anderen Griff? Genau, den. Und keiner lässt von denen Salat fallen. Und ich habe noch so viele von denen. Klar, und die Steiniger wieder. Ein Messingteleskop bringt mir hier echt nichts. Also. oh, ja, klar, klar. Was war das denn? Bin ich von einem Kiesel getroffen worden oder was? Warum hast du nicht. Och, Mensch. Das wäre doch so ideal jetzt gerade gewesen. Nein, lass dich doch nicht treffen wie der letzte Vollidiot. Ciao. Was ist das? Ist das Kraut? Ein Stahlschild? Kommt ihr mir hinterher? Jein. Muss ich mich um dich jetzt kümmern oder nicht? Scheinbar. Du denkst, du hast Platz zum Vorbeirollen. Nur um dann zu merken, nee, ist nicht. Du bist so breit wie eine Bowlingkugel. Und nicht wie eine Maus. Oh, toll. Jetzt habe ich gar nichts zum Heilen und... Oh, hat der irgendwas? Oh, hallo. Ah, der hätte Salat. Ich habe aber keine Seelen. Warte mal, habe ich nicht vielleicht irgendwelche Seelen... Zum Auseinandernehmen. Die keine Bossseele jetzt sind in dem Fall. Ein paar.
2400. Okay, sollte reichen, um ein bisschen was an Salat zu kaufen, oder? 44? Ja, das reicht, damit ich um die nächste Ecke komme. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Ich glaube, das werde ich früher oder später bestimmt auch machen müssen. Seelenfarben, nur um an Salat zu kommen. Aber das ist dann wieder so eine Sache, die ich dann genauso wie in Bloodborne mache, und zwar außerhalb von irgendwelchen Streams oder so, weil macht keinen Sinn, wenn ich da wie blöde farmen muss. Da habe ich dann lieber welche auf Lager, die ich dann verbrauchen kann. Warum vergesse ich dich eigentlich die ganze Zeit? Warum vergesse ich diesen Typen? Achso, warte mal. Kann ich das Stahlschild eigentlich tragen? Hallo, ich werde verbrennen. Okay, die da hinten kommen gerade angedanced. Jetzt kommen die doch hinter mir her. Warum? Och, jetzt latschen die mir den ganzen Weg hinterher, oder was? Sag mal, was hat hier der Wagen getan? Wenn ich angreifen soll, verdammt. Ah, jetzt kann ich auch nicht vorbeirollen. Nein, 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 nein. Lass mich hier weg. Hallo, Abgrund. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin wieder hier. Dein Ernst jetzt, Spiel? Oh. Jetzt kommt gleich noch der Typ von hinten an. Hi. Ich hab's gewusst. Na, immerhin hat mein Salat jetzt genug, lang genug angehalten, bis ich gestorben bin. Aber der wird wahrscheinlich nicht lang genug halten, bis der vom Verfallsdatum ist. Ich brauche eine andere Waffe, ey. Ich komme die ganze Zeit hier mit so einer ollen Keule in der Gegend herum. Kann ich nicht eine andere Waffe gerade benutzen eigentlich? Bastardschwert, das ist eine Zweihandwaffe, glaube ich. Achso, genau, stimmt. Ich wollte den Schild gucken. Kann ich den benutzen? Nicht genügend Stärke für einhändige Nutzung. Ja, super. Ach ja, verdammt. Egal. Wait. Warum habe ich den Schild an? Ich dachte eigentlich, dass ich das Schild gar nicht drin habe gerade. Eigentlich damit gerechnet, dass er instant tot ist, aber das ist shit. Hallo. Okay, diese Waffe hier zu schwingen ist ziemlich kontraproduktiv. Ja. Mhm. Ich glaube, da gehe ich wieder lieber zurück zu meiner Keule. Hi. Hat jetzt... Wait, wer hat mich jetzt gekillt? Hat mich jetzt der Typ gekillt, der die ganze Zeit da auf dem Boden irgendwas gesucht hat? Oder war das
der Typ mit der Spitzhacke. War das gerade... Das sah gerade nämlich so aus, als wenn das der Typ gewesen wäre, der da sich gebeugt hatte. Hat er gerade noch eine Fliege geschlagen und hat aus Versehen da mich getroffen, oder was? Ah, verdammt. Ich komme einfach mit langsamen Angriffen nicht klar. Den hätte ich parieren müssen. Dann halt so. Achtung, Typ. Oh, warum, hallo? Geh weg hier. So fett bin ich nicht. Warum kommt der Typ denn jetzt auf einmal? Kann ich mal aus dem Arsch meines Charakters raus mit der Kamera? Ich möchte mal sehen. Kommst du mir hinterher? Der kommt mir hinterher. Habe ich jetzt einen anderen getroffen? Ich hoffe mal nicht. Was gefällt den Wagen in Ruhe? Was? Treffen mich allen Ernstes noch die paar Trümmer da oder was? Ja, what the? Das Teil hat aber eine riesen Hitbox. Ich stehe hier. Okay, ich habe auch eine Reaktion wie ein toter Fisch. Ja klar, und jetzt kommt der andere Typ angedackelt. What the? Okay, das war nicht gut. Schön meine Abwehr durchbrochen, oder was? Nee, ich hau lieber ab. Ist besser, wenn ich das hier um Ecke mache, als mich mit den Typen darum zu ärgern, die ganze Zeit Steine werfen. What? Hier ist eine Abkürzung. Und ein bisschen Salat. Okay, cool. Ja, toll. Hätte ich mich nicht herumärgern müssen mit den Gegnern. Oh, hi. Ich komme euch mal eben hier weg, ja? Ich hätte mich endlich herumärgern müssen mit denen. Ich hätte einfach hinten drum laufen können. Ja, super.
trotzdem bekämpfe ich die hier. Dabei geben die fast gar keine Seelen. Oh. Ich sollte nochmal nach oben gehen. Was ist denn das? Sehne eines unbekannten Helden, achso. Ich hab ein ungutes Gefühl. Die sind nicht alle runtergekommen, ne? Nee. Nur zwei rechts. Shit. Okay. Wenn die angegriffen haben, dann sind die nicht so schwierig. Aber wenn sie noch angreifen können, dann... Was ist das da für ein Item? Ich will das Item haben. Oder wenn sie gerade landen, dann sind sie auch nicht so schwierig. Man sieht die kaum wegen den ganzen Flammeneffekten. Na komm, greif an. Heute noch vielleicht? Okay, dann gar nicht. Schön, dass auf dir draufstehen auch Schaden macht. Ich geh weg, ich brauche mein Item. Drachensteinscherbe, okay. Hat einer von euch Salat? Ich bezweifle zwar, dass einer von euch Salat hat, aber kann ja sein. Nimm mal wiedersehen. Oh, hi, ja klar, Hunde. Super. Aber wo kommt der Hund denn her? Wo kommt der zweite Hund her? Hat er gerade einen auf Spider-Man gemacht und kletterte die Wand runter oder was? Spider-Dog, Spider-Dog. What does whatever a Spider-Dog does, genau. What the fuck? Kommt dieses verdammte Vieh auf einmal her? War da oben noch irgendwas? Oh, da ist ein Item. Ed's Wettstein. Okay. War zum Reparieren von Waffen, glaube ich, oder? Erneuert die Haltbarkeit der Waffe. Okay, genau. Okay. Kommt man eigentlich an diesen Leichenhaufen da hinten ran? Das sieht irgendwie so aus, als könnte man da gar nicht rankommen. Das ist einfach nur als... Ist einfach nur zum Anlocken für irgendeinen Idioten, der dann dahin laufen will und dann in den Tod fällt wahrscheinlich. Ist hier irgendwas? Ich frage mich so ein bisschen, warum die eigentlich, wenn man die pariert, instant tot sind. Aber wenn man sie von hinten angreift, dann sind sie nicht instant tot. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Na komm, greif nochmal an.
Oh, der hat einen Sack. Jetzt greife ich den von hinten an, ist aber nicht instant tot. Ja, da ist was zum Drehen. Ach so, übrigens. In den zweiten Charakter, den ich gestartet habe, um die Bilder machen zu können. Da habe ich mal versucht, diesen einen Boss umzunieten. Was auch funktioniert. Ich habe dann irgendeine Seele von dem bekommen. Ich weiß nicht, was das jetzt genau war. Ich weiß auch nicht, wo man die eigentlich abgibt, aber irgendwo wird man die bestimmt schon abgeben können. Dann habe ich ihn jetzt da gemacht. Ist da gewesen, wo die ganze Lava war? Und ich habe die jetzt erstarren lassen? Aber ich dachte, ich müsste die jetzt nicht erstarren lassen, sondern senken. Das war, glaube ich, da hinten irgendwo, oder? Hi, wie geht's denn so? Nee, das war wohl nicht hier. Das war knapp. Das war knapp. Nee, ich glaube, das war irgendwo hier gewesen, in diesem Areal. Auf jeden Fall ist hier das Wasserrad, was, glaube ich, jetzt stehen geblieben ist. Ah, da vorne ist dieses Areal. Genau. Hier können ja noch Leichen liegen. Müsste nicht eigentlich die ganze Lava schon gemacht haben, dass das alles hier weg ist? Giftresistenz? Okay. Vor allen Dingen die Gitter, die müssten doch weggeschmolzen sein. Zumindest bis zu einer gewissen Höhe. Schade, nichts drin. Aber die Karre kann ich nicht kaputt machen mit der Rolle. Ja, klar. Stell mir so einen fetten Feuermagier dahin und haufenweise explosive Fässer. Sicher doch. Und dahinter ist was? Ein Boss oder was? Ja, reib dir die Wampe. Komm, schieß doch. Da passen so viele Klöße rein. So, danke fürs Aufräumen. Gott, du hältst so viel aus. Und ich habe keine Eiscreme für dich. Danke. Demon's Souls, das Spiel, wo Gegner so lahmarschig angreifen, dass ich es überhaupt nicht richtig timen kann zu parieren. Das ist das da. Ich schub dich mal eben ins Nebel. Ich hab gleich keinen Salat mehr, verdammt. Wie seine Wappe da wackeln ist. Alter, ja klar, komm. Ich hätte, Idiot. Ein Glück, dass das Holz hier so stabil ist.
Vollmondgradas und Ministerhose. Hey, ich habe nicht eine Hose an. Naja, okay, ich habe eine Barbarenhose. Naja, okay, immerhin ist die Hose da. Immerhin habe ich eine Hose an. Eine, die man auch sehen kann. Ah, schade, kein Boss. Wobei, ist vielleicht auch ganz gut, dass ich keinen Boss habe, weil mit 4 Salat.